bei dem Steingolem. Aber auch irgendwie die Stärke wird da ja bewiesen. Klugheit für den Stein und Geschicklichkeit auch so ein bisschen eigentlich. Aber wie sollen wir das können? Feuerball. Digga, was ist denn hier der... Dann ist das hier doch der erste Kreis gewesen, oder wie? Ja, okay. Feuerpfeil. Schwefel. Schwefel haben wir. Dann brauchen wir einen Runenstein. Also für die Herstellung einer Rune ist jeweils eine der aufgeführten Ingredienzen erforderlich. Dem Anwender muss die Formel für den Zauber bekannt sein. Haben wir. Also, nee, wobei haben wir ja nicht. Das ist ja das Einzige, was wir nicht können. Aber wir müssen das ja irgendwo lernen und keiner bringt uns das aktuell bei, weil wir noch kein Magier sind. Und er muss einen blanken Runenstein sowie eine Spruchrolle des jeweiligen Zaubers besitzen. Das haben wir jetzt beides. Und da steht auch Feuerpfeil Schwefel. Brauchen wir wahrscheinlich auch. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann er am Rundtisch zu Werke gehen. Brauchen wir für den Zauber bekannt sein? Der einzige Keck, der uns das vielleicht beibringen kann, der ist irgendwo unten im Keller. Das hätte ich dir vorher sagen können. Und der will mit uns erst reden, meine ich, wenn wir Magier sind und nicht Novize, weil es ja sonst keine Prüfung wäre. Wenn ich mich nicht irre, gibt es die Rune Feuerpfeil sogar irgendwo auf der Welt zu finden, aber ich weiß nicht wo. Hey! Hallo. Kann ich bei dir lernen? Ich unterweise keine Novizen. Wenn du eines Tages in den Kreis des Feuers aufgenommen wirst, dann kann ich dir zeigen, wie du in der Lage bist, mächtige Tränke herzustellen. Ja, das ist toll. Nee, doch. So, können wir denn einen von denen gerade? Da fehlt uns noch was. Da auch, okay. Schade. Aber der wird uns wahrscheinlich auch nur alchemietechnisch was beibringen. Aber wir würden gern den Geschicklichkeitstrank lernen. Und ich wette, der kann uns den beibringen. Der wird schon ein bisschen mehr wissen wie der Alchemist in der City. Ja, Heilung und Mana-Tränke sind hier beschrieben. Ja, keine Ahnung. Haben wir den Hammer jetzt eigentlich abgegeben? Ja, aus Sicherheitsgründen. Komm, wir dann labern jetzt mal mit dem Typen, der niemals schläft, den wir zum Schlafen gebracht haben. So, speichern. Falls ihm das nicht so gut bekommt. Hallo. Erzähl mir was über den Hammer. Das ist der heilige Hammer von Innos. Er liegt mit wieder diesem da. Hammer erschlug der heilige Roba den steinernen Wächter. In den heiligen Schriften heißt es, dass der steinerne Wächter unverwundbar war. Wie ein Turm stand er in der Schlacht und die Waffen seiner Feinde zerbrachen an seiner steinernen Haut. Mit Innos Namen auf den Lippen stürzte sich Roba auf das Ungeheuer und mit einem mächtigen Hieb seines Hammers zerschmetterte er das Wesen. Ja. Guck, nach der Erklärung war mir aber auch klar damals schon, dass das was damit zu tun haben soll, aber wir sollen ja eigentlich nicht klauen. Und der lässt uns da wahrscheinlich immer noch nicht rein, ne? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Den mal einschlafen lassen? Hm? Oh. Oder als Tier könnte man vielleicht auch da vorbei. Das hätte er doch besser wissen müssen. Der kann nicht schlafen, oder was? Oh Mann. Okay, egal. Hätten wir eh nicht gemacht. Das Spiel ist von 2006. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. So.
Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Schade. Ist was Neues in der Vorratskammer? Ich frage den Freund. Nee. Werden die wahrscheinlich auch nie wieder auffüllen. Sad. Obwohl wir alles fair verteilt haben, ne? Dann machen wir die Bude wieder zu hier. Wollen wir mal nicht so sein. Oh. Schwierig. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Wer bringt uns das bei mit einem Feuerfall? Können wir dieses Spiel auch zu zweit spielen? Ne, das hier leider nicht. Vielleicht gibt es mittlerweile eine Mod für, aber gewollt ist das nicht. Von den Entwicklern von Anfang an jetzt. Aber es gibt ja genug andere Games. Außerdem triffst du hier sehr viele Entscheidungen und du bist halt der namenlose Held. Also, der hat literally keinen Namen. Und es können nicht zwei der namenlose Held sein und nicht zwei, die ja, der eine sein, weißt du? So. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich diese Feuerfall-Sache her? Jetzt haben wir alles dafür. Bringt uns das Watras vielleicht bei? Kann ich mir gar nicht vorstellen, er kann uns eine Mana beibringen. Gehen wir mal in die City zurück. Wie können wir die erlernen? In Dargon, der will ja auch nichts spezifisch zu uns sagen. Ansonsten erlernen wir ja auch sonst nichts. Die Sache mit dem Auge Inners ist halt auch, will ich jetzt auch nicht zwingend vorantreiben. Also mit den Paladin-Labern und so. Dargon. Hey. Dargon. Nee, ich will nichts spenden. Kannst knicken. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ja, ich glaube nicht, dass ich daran was erinnere. Hey, du. Da
kannst du mich heilen. Fragen. Du bedarfst zurzeit nicht der heilenden Magie. Ja, ich weiß, danke. Ich will meine magischen Kräfte steigern. Ja, das können wir auch. Sollten wir vielleicht auch vorher machen. Aber der kann mir auch nicht das mit den Runen beibringen. Boah. Wer kennt sich denn noch mit Magie aus und könnte mir irgendwas über Runen beibringen, der hier noch existiert, den wir kennen, jetzt schon? Aber wir haben auch Schwefel. Aber wir haben keinen, der uns das beigebracht hat. Wir haben genau 5 LP. Ich meine, das müsste reichen. Warte mal, haben wir noch Dunkelpilze? Weil dann müsst ihr jetzt essen, bevor ich die restlichen verkaufe. An unseren Alchemisten. Waren Ordnung und Chaos. Hallo. Hey, da bist du ja wieder. Du wolltest Pilze. Du wolltest Pilze. Ich habe hier ein paar Pilze. Die sind zwar nicht so gut wie Dunkelpilze, aber ich werde sie trotzdem nehmen. Genau, gib mir Geld. 270 Gold, danke. Hat der, zeig mir deine Ware. Kronstöckel zufälligerweise mittlerweile im Angebot. Drachenwurzel. Ja, Goblinbeere sehe ich gerade, stimmt. Ja, hat der viele Dunkelpilze mittlerweile von uns. Gerne das und das kaufen, einfach damit ich das nicht vergesse. Zwei Flaschen auch. Diese reine Lebensenergie. Ist das der ganz große Trank? Always Full Life oder sowas? Warte mal, was ist das hier? Elixier der Heilung, nee. Ich weiß nicht mehr, wofür das da war. Und was ist das hier? Die göttliche Kraft der Gestirne. Das ist ein random Buch. Wissen wir auch nicht, was es bringt. Na gut. Okay, und unten gibt es ja auch gar keinen Magier mehr, ne? Der uns irgendwas beibringen kann. Vielleicht oben in der City? Ja, sind halt nur Paladine. Wir können nur abwarten. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hallo. So geil, dass wir da jetzt einfach durch dürfen, ne? Und die nicht einen durchgehend nerven mit irgendwie, ja, du bist nicht angesehen genug, um in den oberen Teil der Stadt zu dürfen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wird sich das jemals ändern? Da dürfen wir nicht rein, das sind ja ganz normale Häuser. Was ich auch nicht verstehe, ist, wenn das hier Häuser von Leuten sind und nicht Läden, warum die zu, also offen sind und keine Tür haben. Ist ja für den Winter richtig kacke halt. Ich hab da meine eigene Meinung. Aber seine Entscheidung. Hey, du! Zeig mir deine Ware. Ja, der hat lustigerweise ziemlich viel zum Craften für Zauber, aber er hat halt keinen Stein selber. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Und der hier hatte auch Zauber, aber halt. Oder waren das auch Tränke? Zeig mir deine Ware. Ja, der hat nur noch Waffen von mir. Ach stimmt, den hatten wir ja mal ausgeraubt. Wir hatten ja diesen Vergesslichkeitszauber an dem ausprobiert. Ich weiß nicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ist das wirklich wahr? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Und glaube ja nicht, dass er das ist. Das war doch klar. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wie kriegen wir diese Feuerfallrune? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Lol. Ich weiß nicht, ab welchem Zeitpunkt der diese Waffe ausgerüstet hat, aber das ist halt irgendwie. Irgendwann hat er die halt einfach.
Du bist ja Verstärker. Wer sagt denn sowas? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Das ist mal wieder typisch. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Der erzähle ich gar nichts mehr. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Mein Mann sieht das anders. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das weiß doch inzwischen jeder. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist ja schrecklich. Das ist doch kein Geheimnis. Ich weiß es doch auch nicht. Das ist schwierig. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Müssen wir mit dem Tuppes hier oben reden, mit Marin? Vielleicht hat der noch irgendwas Interessantes. Wo wir wieder abhauen. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit den Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass er das zugibt, aber ohne handfeste Beweise kann ich da leider nichts machen. Ich werde mich doch nicht bei Lord Hagen lächerlich machen. Da musst du mir schon mehr liefern. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Okay, die hatten auch nur Much. Heiliges Licht. Aber wofür? Die ganzen Kelche. Ja, Kampfstäbe haben wir doppelt. Den Rest behalten wir, denke ich mal. Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich lustig. Steh du mal den ganzen Tag auf der Pier und versuche das ganze Chaos zu überblicken. Die Paladiner haben ein Gerümpel angeschleppt. Das ist nicht mehr feierlich. Meinst du, mir geht es besser? Ich habe mir das schon gedacht. Wir haben, guck mal, für den Feuerpfeil ja gelesen, dass man einen Runenstein braucht. Den haben wir sogar roh blanco, ohne dass wir irgendeinen herstellen müssten oder so. Das ist doch schon lange bekannt. Und dann brauchen wir die Feuerpfeilrune selber. Die haben wir jetzt auch, also als Ding. Und Schwefel, das haben wir sogar dreimal. Jetzt die Frage, warum können wir nicht das Ding herstellen, weil wir wahrscheinlich das Rezept lernen müssen, oder? Dieser Ring des Feuers oder so. Check ich nicht. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Und das ist doch kein Geheimnis mehr. Der erzähle ich gar nichts mehr. Viel schlimmer. Zuris vielleicht noch? Ne, das ist auch nur ein Alchemist im Prinzip. Und der hat ja uns auch. Wobei, der hat halt auch einen Zauber hergestellt. Der hat ja auch dieses Runenstein-Ding. Aber der bringt uns das ja nicht bei. Der bringt uns auch nur Alchemie bei. Ne, der hat keinen Zauber-Dings hier stehen. Ist Ignaz vor allem, nicht Zuris. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen?
wir lernen das mal. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Lehre mich die Kunst der Alchemie. Oh. Du hast alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Sehr gut. Weil ich nur von ihm hören. Zeig mir deine Ware. Der hat halt auch Zauber. Aber halt hauptsächlich Verwandlung, dann Schlaf und Vergessen. Könnte man sich auch in einen Varg verwandeln? Feuerwaran, Drachensnapper, genau. Dann Schattenläufer, war auch richtig strong. Wenn man dann halt auch den Schaden davon macht, ne? So. Warte mal, Mana Essenz ist ja auch das Kleine dann, ne? Genau. Und Essenz der Heilung ist das andere Kleine von Dingern. Da können wir jetzt auch nicht zu viele von machen, das verbraucht auch jedes Mal die Flasche. Davon gemacht und dann machen wir vom Mana auch nochmal drei. Das Mana füllt uns das nämlich direkt immer komplett auf. Ich glaube, so viel, also der Mana-Trank selber. So viel Mana haben wir nämlich gerade noch nicht. So, jetzt werden das auch insgesamt drei. Das heißt, wir haben 6 Flaschen auch verbraucht. Wir haben jetzt noch 15. Wir werden halt nicht so viele andere natürlich machen können, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Geschicktrank machen könnten. Könnten wir vielleicht 5 machen, mit 5 Feldknirich, dann schon 10 weg. Und für jedes Snapperkraut-Ding könnten wir auch noch einen Snapperkraut-Trank machen, was wir dann finden. Das wären dann 6, kommt schon, müssen wir schon sparsam sein, deswegen zu viele würde ich jetzt nicht machen. Dass wir da immer prepared sind. Dosek, weißt du denn noch zufälligerweise, wo wir denn das lernen, also erlernen könnten? Ich würde jetzt gerne nämlich gerade nochmal hier rechts gehen. Aber das Licht war fällt mir gerade ein. Und alles, dann gucken wir mal, ob wir die Snapper da erlegen können. Oben kannst du das auch keiner beibringen. Ich will wirklich da nicht weitergehen, also in der Main Quest. Das wäre sonst gefährlich. Wo hier Dinge passieren. Wer sind das Drachensnapper? Das wäre nochmal ein Unterschied. Ne, ist ein normaler. Treffen wir den? Nee, ne? Ich versuche den mal einzeln dann zu locken. Kurz mal ein bisschen hinzucken. Genau, komm mal zu uns. Oben oder unten, unterhalb der Mauer. Könnten die Lebensdinge ja eigentlich schon lesen. Leben können wir auch gar nicht skillen, ne? So ein Bogenschütze würden wir eh nicht skillen. Das können wir so mitnehmen. Armbrust genauso.
Ja, Magie würde ich vielleicht vorher nochmal skillen. Einhandkampf, boah, auch unwahrscheinlich. Der hatten wir ja eh schon verkackt, ne? Zweihandkampf auch unwahrscheinlich. Ach, die Einser kann man dann nochmal lesen. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer nur einmal. Gut, die müssten wir nicht lesen können, ne? Das kann ich nicht lesen. Ja, genau. Das kann ich nicht lesen. Weil dafür brauchen wir die... Also das erste waren die Bauern, das zweite waren die Krieger und das da drüber bräuchten wir dann. Das war aber teurer wahrscheinlich nochmal. Oder er versteht das sogar selber nicht. Das ist mir auf jeden Fall wesentlich mehr Leben. 40 Stärke ist auch schon mal geil. Geschick und jetzt können wir ein bisschen besser kämpfen. Aber nur müh. Okay. Oh. Wenn wir Dunkelpilze nehmen. Aber dann trinken wir jetzt hier so ein 72, 50, sehr gut. Und dann noch das Wanzenfleisch essen. Mm. Boah, niemals hitten. Nee. Wollte ich nämlich hin, dass wir Level Up sind. Boah, jetzt können wir auch den Heilzauber verwenden, endlich. Den kleinen. Lol. Okay. Und wieder das Fleisch. Und ein Brot. Und ein Wacholder. So, den letzten Snapper können wir im 1-1 angehen. So. Nichts zu holen. Ja gut. Heilen müssten wir uns jetzt gerade noch nicht. Die Erfahrung würde ich auch auf jeden Fall mitnehmen, damit wir wieder Level Up sind. Jetzt haben wir wieder 13 Lernpunkte, das heißt, wir könnten auch Mana lernen und danach die Mana-Tafeln lesen, damit wir möglichst viel Mana haben, natürlich. Natürlich. Da hinten kamen halt so die schwarzen Wölfe, die sind halt auch sehr gefährlich, ne? Im Rudel. Erst noch Blutfliegen ohne Ende, lull. Die sind neu. Ah, und die eine hätte uns noch Fischsuppe machen können. Die macht uns ja pro Tag eine kostenlose Fischsuppe. Ganz vergessen.